Doch mal einfach weiter hier. User joined your channel. Guten Abend, die Dame. Die Dame. Hallo. Man wollte es mit dem Wundenstick machen. Dance. Nee, ich wollte. Der Waffenbug lässt grüßen. Bleib stehen. Nein, bleib stehen. Nein, leider nicht. Ich hab's sogar noch. Ja, jawohl. Geil. Geil. Und so laufen jetzt bitte die neue Stadt. Nur Mozi bei mir im Waffenbug. Und du läufst alles vorbei und siehst uns nicht. Ich hab mich sogar nie gestellt. Weißt du, so eine blaue Presseweste ist ja auch kein nicht auffällig im Gras. So eine gelbe Jacke auch nicht. Ja, die gelbe Jacke ist so ruiniert, die sieht schon fast aus wie eine grüne. Hallo Leute, wir nehmen mal ein ganz kurzes Mini-Let's Play auf. Und zwar kämpfen wir hier gerade gegen Zombies. Wir sind hier reingelaufen, weil echt viele hier sind, wie ihr es hört. Wir sind hier gerade in Lumberville, in einem Haus, und haben uns hier drinnen verschanzt, bis wir wissen, wo wir hinlaufen und bis wir hier die Lage ein bisschen unter Kontrolle haben. Weil jetzt mit den Zombies, das geht gerade. Oh, geht halt mal gerade gar nicht. Die kommen hier leider durch die Wand und durch die Türen durch. Eigentlich sollten die das nicht können, können sie aber. Wie ihr seht, haben die einen Pathfinder, also einen neuen Wegfinder. Das heißt, die laufen ums Gebäude rum und gehen eigentlich nicht durch geschlossene Türen, tun sie aber teilweise wie auch durch die Wand. Es ist auf jeden Fall fast wie in echt. Und oh, und das ist momentan echt erschreckend. Nein, wir wollten euch mal hier die Zähne ein bisschen zeigen. Das hier vor mir ist übrigens die Mozi. Sag mal hallo. Ja, und jetzt kämpfen wir erstmal ein bisschen gegen Zombies. Und mir geht langsam die Munition aus. Unbedingt neue FNX Muni. Ich habe ungefähr noch so 10 Schuss. Und ich glaube noch ein Ersatzmagazin irgendwo drin. Also 25 Schuss habe ich noch. Und wie fährst du? Ich habe auch nicht mehr so viel. Also wenn das Glitchen hier durch die Wände, durch die Türen weg ist, dann ist das echt realistisch und echt hammergeil. Da sind die Städte aber auch extrem schwer einzunehmen. Was wir als Kritikpunkt nehmen, das hier ist eine Stadt, wo eigentlich die ganzen Noobies sein sollten. Also Lumberville, Berenzino, natürlich sind da momentan auch die Pro-Spieler, aber trotz allem. Und für die könnte das ein bisschen hart sein. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Da läuft schon wieder einer. Ja, wir wollten euch das einfach. Oh, hier ist einer. Oh, das ist ja echt mies, ey. Ja, wir wollten euch das mal zeigen. Das werde ich vielleicht noch in vielleicht mal so ein Zusammenschnittvideo oder irgendwie was zusammen machen. Mal gucken, wo das drin dann ist. Ihr werdet das auf jeden Fall sehen. Also da hinten waren welche. Könnten ja gleich Leute hier ankommen, Mozi. Da jagt ein Zombie einen Hirsch. Nur dass der Zombie ein bisschen langsam ist. Das ist schon schön. Nee. Bah. Aber mach. Ja, so kann man sich auch einloggen im Fußboden. Die Scheiße. Ne? Mach mal mit. Was versuchst du da? Einfach mit. Sandkastenachsen? Ja, er hat Aggro gegen die Sandkastenkiste. Ich kenne das nicht, das hörst du gerade. Aber es funktioniert nicht. Aber es ging doch mal, ne? Ja, das ging. Mal. Dance everybody. Oh yeah. Dance with me. Dance with me. Dance everybody. Ja, hier habe ich mal einen Hexenzirkel gefunden, mitten im Wald. Das ist in der Nähe von Green Mountain, falls es einen interessiert. Das soll, glaube ich, hier eine Figur so darstellen, so eine Waldfigur. Krass. Und wieder einen hinter dir. Nur krass. Hallo Leute, wir haben heute Update-Tag und guck mal, was wir gefunden haben.
Das ist die Mutzi, die hier ein bisschen rumtanzt. Ich laufe einmal um den Helikopter rum. Leider haben wir hier keine Handgranaten gefunden. Hier war relativ wenig Loot, muss man sagen. Aber es gibt sie wieder seit dem neuesten Update. Und zwar ist es das Update 084. Diese Aufnahme wird wahrscheinlich in den Outtakes landen. Also wird sie zeitlich wohl ein bisschen nach hinten fallen. 048, sorry. Ja, auf jeden Fall, dass ihr Bescheid wisst. Es gibt sie wieder. Und in den Outtakes werdet ihr das mit anderen Sachen, wie gesagt, verzögert sehen. Ein Zusammenschnitt, nicht wundern, dass das dann ein bisschen nach hinten gefallen ist. Herzlich willkommen wieder mal bei DayZ. Seit dem 048 Update gibt es nun endlich etwas tolle Spielzeuge, sage ich jetzt mal. Wir sind nämlich auf der Suche gewesen und sind durch Zufall dran ausgekommen. Und auf direkt war unser lieber Freund René tierisch am Brüllen. Und da haben wir nämlich ein tolles Spielzeug gefunden und das war dieses hier. Lauf, lauf! Ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen! Ich kann nicht laufen. Arme runter! Boah, geil! Oi. Ich häng wieder, ich häng, ich muss auslocken, damit ich das tun kann. Ich hab den Fluss aber nicht gesehen, weil ich abhauen wollte. Tja, dann müssen wir wohl das Video jetzt beenden nach diesem freundlichen Hinweis. Andi, du solltest das vielleicht nächstes Mal einfach sagen. Hat den gleichen Effekt. Ich habe mir gerade gedacht, verdammt, das kann man ja auch sehen. Ja. Sehr gut. Ich wollte es extra unauffällig machen. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das musst du aber erzählen. Andi hat gerade eine freundliche Nachricht an Nero geschickt. Video Ende. Diese Nachricht ploppte unten in der Ecke auf. Also. Und jeder kann es lesen. Man muss dazu sagen, liebe Zuschauer, ich kann bei Nero auf den Bildschirm gucken. Deswegen. Also Andi, nächstes Mal vielleicht einfach an mich schicken. Nero sieht das. Oh, Scheiße. Ja, ich würde sagen, ein schöner Abschluss des Videos. Ich hoffe, das sinnlose Rumgelaufe war euch jetzt nicht zu schlimm, aber ich bin jetzt auf dem richtigen Weg und denke mir aber, dass ich so in 10 Minuten auch da wäre. Also von daher, hier kenne ich die Strecke. Das hat er vorhin auch schon mal gesagt. Also wir erzählen nächstes Mal, würde ich sagen, wie es ausgegangen ist. Und wenn ich beim Schiff rauskomme, dann wisst ihr Bescheid. Was liegt eigentlich draußen für eine Waffe? Tschüss! Sani hat ein Lachflash. Ciao, Leute! Ja, weiß ich nicht. Wollen wir auf unseren Server, oder? Da sind 6 Leute drum. Wir haben hier einen Fight. Wow, das tut mir leid, das war wirklich nicht beabsichtigt. Alter, die hat dir voll Handy gegeben. 2 Stunden lang aufgeregt, ne? Was denn? Dass ich blöd mal da vergessen habe, die Skalierung auf 50 Meter zu machen. Okay. Ich hab hier hin. Ja, mach das. Ich will nicht sterben. Der Zombie. Ist vielleicht schon tot, Schatzi. Hab ich schon, guck mal, sogar Kohle. Guck mal, ohne Scheiß. Hey Leute, ganz kurz zum Outcut. Was seht ihr da drüben? Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ein Hasen. Und da wir wissen, da wir sie auch gleichzeitig sehen, kann man jetzt Hasen wohl auch jagen. Wir probieren das mal. Nicht laufen, Leute. Verdammt, ich habe verloren. Da ist er. Ich jag dir mal in deine Richtung. Warte, ich sehe ihn, Verdammt, ich habe verloren. Da ist er. Boah, sehr schwer zu sehen in dem Wald hier, in dem Gebüschstrüppchen. Ich sehe ihn, War leider nicht im... Da. Wo ist der Hase hin? Da, genau vor mir. Soll ich mal drauf schießen? Der hoppelt da ganz vorsichtig. Ich warte, versuch den mal so ein bisschen auf den Weg zu treiben. Ja. Für alle Tierschützer. Das ist ein Tier. Nein, er rennt weg. Da hinten. Ja. Es gibt nämlich nicht nur Hasen, es gibt auch Kühe. Es gibt angeblich Bären, von denen ich noch nicht einen einzigen gesehen habe. Es gibt Hirsche und es gibt Wildschweine. Aber so ein Hase ist schon eine echte Rarität geworden. Ich schieße jetzt mal drauf. Nein, nicht schießen. Bereit? Der steht gerade ganz ruhig. Ja, dann schieß. Ja! Hast du ihn? Ja!
Wo ist er, wo ist er? Hier vor mir. Für alle Tierschützer oder eben halt Mozi, es tut mir leid, aber ein Hase. Hast du ein Messer? Nee. Ja, Leute, dann seht ihr auch mal schnell, wie man einen Hasen und, oder einen Fußboden das fette Fell abschneidet. Dazu kann man nämlich auch Messer wunderbar gebrauchen. Jetzt habe ich hier Hasenfell. Ich habe Hasenfleisch. Das sieht ja Hammer aus. Sieht aus wie so eine Keule. Wo ist das? Hier, das war bei mir im Rucksack. Habe ich jetzt vor mich geworfen. Nee, hinter dir ist das. Also Leute, das war ein Hase. Nur mal als kleiner Outtake. Ich beende hier wieder die Aufnahme. Bis demnächst. Unser Freund läuft vor uns. Wo ist denn das Nero? Nero ist da. Da. Ja, das müsste dann ja gut sein. Alter, ist das weit geflogen. Und dann rollt das Ding jetzt auch noch einen Kilometer. Ja, weiß ich nicht, irgendeiner in der Mitte. Na komm, komm, hol's dir. Schweinchen in der Mitte. Ich hab gerade zu Nero gesagt, wie heißt das Spiel, wo einer in der Mitte steht? Ja super, Andi, du hast nicht gefangen. Jetzt muss ich in die Mitte wegen dir. Nee. Nur weil du nicht gefangen hast. Ich hab das Ding zu spät gesehen. Ich krieg's. Wow. Alter. Ja, ich hab's. Nein. Wie die Behinderten stehen wir drum und gucken das an. Ich hab nur die F-Taste implementiert. Ja, ich hab's! Mann, was feiert ihr ab, ey? Ed. Das lag da noch nicht mal bei mir. Ah, also auf wie heute bin ich hier wie ich noch nie hergelaufen. Lol. Ja, du darfst es. Das ist verzogen bei mir. Total genial bei Nero gerade. Er lässt sich vom Zombie verkloppen, das ist so ein Hundezombie. Und er boxt ihn zwischendurch immer. Und dann steht er nur noch mit dem Oberkörper draußen und bewegt sich nicht mehr. Ja, geil. Dann dauert es einen Augenblick und dann ist er wieder ganz normal da. Ach, jetzt haben wir hier 40 Leute drauf. Jetzt habe ich ihn getötet. Das Leben ist scheiße. Ich will nicht mehr in so einer Welt leben. Springt vom Silo. Und ach, da ist er. Jetzt steht er auf. Okay. Winkt mit F1. Und jetzt versucht er tatsächlich irgendwie hier sich davor zu bewegen. Ja, jetzt geht er die Treppe runter. Ich hätte gerne mein Buch. Meine Cappy. Hier runter. Jetzt geht er wieder hoch. Ja, seine Waffe liegt ja oben, seine zweite. Er kommt auch nicht mit der zweiten Waffe runter. Nee, eben. Der muss sie runterschmeißen. Wo bist du, Andi? Jetzt geht er wieder runter. Jetzt guckt er auf. Ah, jetzt hat er sie. Wo ist hingegangen? Gerade rüber. Hey, mein Kumpadre. Wir schießen bitte. Du weißt, dass du die Waffe runterschmeißen kannst, ne? Menschlichkeit in einer unschmenschlichen Welt. Andi ist oben drauf, oh. Der ersten Plattform. Ah, okay. Ja, wo ist da ein Zombie drin? Ja, du den da oben ausgezogen? Ah, okay. Ja, weil dann kannst du den wenigstens, kann er seine Sachen wenigstens wiederholen. Weil wenn du jetzt gleich abhaust, respawnt die Leiche. Ich hab den runtergeworfen. Aber so. Dass ich das nicht sehen kann.